Ein herzliches Willkommen zu Transfermarkt TV an diesem Dienstag. Schön, dass ihr dabei seid. Gleich rein ins Vergnügen. Das sind unsere Themen für heute. Die Premier League und ihre Leihspieler. Experte Felix klärt auf. In unserem Transferticker gibt es einen neuen Stürmer für Hannover 96. Außerdem entmachtete Kapitäne. Wen hat es schon erwischt? Was auffällt in dieser Transferperiode ist, dass die Vereine die Spieler zwangsläufig nicht mehr kaufen, sondern sie auch gerne ausleihen. In England wird das schon seit Jahren praktiziert und wir zeigen euch mal, welche beiden Vereine da die meisten Spieler im Umlauf haben. Zum Beispiel Manchester City, insgesamt 5 nach Spanien verliehen zum FC Girona. 2 Spiele haben sie innerhalb Englands verliehen. Bekanntestes Beispiel sicherlich Joe Hart. Er gefiel Pep Guardiola ja nicht so gut. 2 haben sie in die Niederlande verliehen nach Breda. Allerdings sind dort auch noch 4 Spieler aus der U23 an diesen Club ausgeliehen. Und 2 Spieler sind außerhalb Europas unterwegs, zum Beispiel bei Melbourne City. Die stehen ja unter der gleichen Schirmherrschaft. Und Chelsea, die haben insgesamt 9 Akteure innerhalb Englands verliehen. Und Lucas Piasson, den kennen Sie sicherlich noch, der war ja auch mal an Frankfurt ausgeliehen. 3 Spieler sind jetzt in den Niederlanden aktiv. Der eine bei Vitesse und da kommen auch noch 3 aus der zweiten Mannschaft hinzu. Und 2 weitere Spieler sind in Serbien und Russland aktiv. Die Weltkarte hat uns ja gezeigt, dass die Niederlande eine richtige Ausbildungsstation sind für Premier League-Vereine. Aber sie nehmen auch Spieler aus anderen Ligen sehr gerne bei sich auf. Und wir haben euch mal die Top 5 der Teams aufgelistet, die die meisten Leihspieler bei sich haben. Zum Beispiel Roda Kerkrade, die haben 4 Leihspieler, unter anderem Njeng von Gladbach ausgeliehen. Auch Venlo hat 4 Leihspieler in seinen Reihen. Lennart T. von Werder Bremen zum Beispiel. Willem Twee hat auch 4 Leihspieler und hat sich auch einen in der Bundesliga geliehen, nämlich Asawi von Wolfsburg. Vitesse Arnheim hat einen Leihspieler mehr, nämlich 5. 4 davon, das haben wir schon gesehen, kommen aus Chelsea. Und der Spitzenreiter ist Breda mit 6 Leihspielern. Alle kommen sie von Manchester City. Wir sind gespannt, wann Pep Guardiola sie dann auf die Insel vielleicht zurückholt. Bleibt die Frage, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile eines Leihgeschäftes in die Niederlande? Transfermarkt Eredivise-Experte Felix Keuerleber ordnet das jetzt mal für uns ein. 15 Spieler dieses Jahr, die den auf Leihbasis den Schritt von der Premier League in die Eredivise machen und dort Erfahrung sammeln sollen. Das ist natürlich ein Brett, hat natürlich große Vorteile für die einzelnen Vereine, aber auch Nachteile, die nicht ausgeblendet werden dürfen. Schaut man sich Vereine wie FC Twente oder NAC Breda an, oder Vitesse Arnheim auch, die sehr viele Spieler ausleihen von den Jugendakademien von Manchester City, Arsenal oder auch dem FC Chelsea, dann ist natürlich deutlich, dass einerseits die Chance auf einen Glücksgriff hier gegeben ist, wie es zum Beispiel letztes Jahr mit Enes Ünal beim FC Twente stellvertretend der Fall war. Andererseits sind bei diesen Leihen auch immer wieder Spieler dabei, die das Niveau der eigenen Mannschaft nicht direkt anheben und die dann eher den Platz für eigene Talente versperren und Spielzeit hier wegnehmen. Insofern muss man das wirklich, es ist ein zweischneidiges Schwert und man ist natürlich jetzt gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Die letzten 2 Jahre auf jeden Fall ist das ein ungebrochener Trend, dies so zu tun aus Eredivisie-Sicht. Und man muss jetzt schauen, wie es weitergeht. Auch davon nicht vergessen, dass natürlich man dann sehr abhängig ist von den Kaderplanungen der großen Vereine aus England. Sprich, bis zum Ende der Transferzeit könnte es sein, dass noch Verstärkung kommt und womöglich kann man so lange noch nicht den Kader zu Ende planen. Und wie man beim FC Twente sieht, wenn die Spieler dann wegfallen nach einem Jahr und natürlich nicht fest verpflichtet werden können, wenn sie sich gut entwickelt haben, dann entstehen natürlich auch große Lücken, die dann nicht so einfach gefüllt werden können.
Auf geht's in unseren Transferticker. Wir haben jetzt 6 Profis für euch, die einen neuen Verein gefunden haben. Hannover 96s Offensive verstärkt sich mit Jonatas. Er ist endlich da, kommt von Rubin Kazan. 9 Millionen beträgt die Ablöse. Das ist der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte und sein Gehalt soll bei 3 Millionen pro Jahr liegen. Auch das wäre neuer Rekord für die Niedersachsen. Atsuto Uchida ist ab sofort Unioner. Sein Vertrag läuft bis 2018. Über die Ablöse mit Schalke 04 wurde keine Angabe gemacht. Saulo Dicali verlässt Braunschweig Richtung Brügge für 1,5 Millionen. Wegen vereinsschädigendem Verhalten war er schon zuvor degradiert worden. Und Wolfsburg ist bei der Suche nach einem Brooks-Ersatz fündig geworden. Sie leihen Marcel Tisserand bis zum Saisonende vom FC Ingolstadt aus. Danach gibt es eine Kaufoption. Ja, und der Schwede Sam Larsen, er wechselt von Heerenveen zu Feyenoord. 4 Millionen kostet er und auch 4 Jahre läuft sein neuer Vertrag. Seine Bilanz in der Eredivisie in der vergangenen Saison: 31 Spiele, 9 Tore und 13 Vorlagen. Chris Wood, der Stürmer, geht nicht mehr für Leeds, sondern jetzt für Burnley auf Torejagd. 15 Millionen Pfund hat er gekostet. Das ist vereinsinterner Rekord und seine Bilanz für seinen ehemaligen Verein Leeds: 88 Spiele, 44 Tore. In unserer Gerüchteküche lässt Paris Saint-Germain mal wieder von sich hören. Sie haben eine neue Idee, sind ja immer noch heiß interessiert an Kylian Mbappé von der AS Monaco. Und dem Monegassen machen sie jetzt auch ein neues Angebot. Sie sagen, wir würden den Spieler gerne ausleihen, inklusive Kaufverpflichtung. Und im Tausch dafür könnt ihr Lucas Moura bekommen. Und somit würde Paris natürlich auch die Problematik umgehen, wieder eine große Summe auszugeben. Der Ex-Bayern-Spieler Diego Contento könnte beim HSV im Gespräch sein. Eigentlich hat er noch Vertrag bis 2018 bei Bordeaux. Ihr sagt, daran glauben wir zu 27%. Und wo wir gerade beim HSV sind, Zoran Tosic soll ihnen angeboten worden sein als Nikolai Müller-Ersatz. Sein Vertrag bei ZSKA ist ausgelaufen und der Spieler ist auf der Suche. Eine Frage hat dieser erste Spieltag nicht geklärt. Was passiert mit Schalkes Ex-Kapitän Benedikt Hövedes? Er wurde ja von Neutrainer Domenico Tedesco entmachtet. Neuer Kapitän ist jetzt Ralf Fährmann. Und Hövedes soll die Suche nach einem neuen Verein intensiviert haben. Er möchte künftig gerne in England auflaufen. Wir behalten das natürlich im Auge, können aber festhalten, er ist nicht der Einzige, den dieses Schicksal ereilt hat. Zum Beispiel Johan Giroud vom HSV. Gisdol nahm ihm die Binde weg. Er spielt jetzt mittlerweile in der Türkei, sein Nachfolger Sakai. Und dann, das war damals schon fast Majestätsbeleidigung 2011, Lukas Podolski wurde nach nur 6 Monaten seines Amtes enthoben vom neuen Trainer Ståle Solbakken. Und auch bei der Hertha gab es vor einem Jahr einen Wechsel an der Kapitänsbinde. Fabian Lustenberger ist es nicht mehr. Pal Dardai bestimmte Vedat Ibisevic als neuen Kapitän der Mannschaft. Wer sind denn eigentlich die 18 Kapitäne der Bundesligisten? Wir haben mal für euch eine Auflistung erstellt und es ist ganz interessant, denn von den 18 haben an diesem Wochenende nur 9 gespielt. 5 sind insgesamt neu im Amt, 3 von ihnen, weil der Vorgänger den Verein verlassen hat. Und besonders tragisch, das werden wir gleich sehen, einer von ihnen kann lange Zeit jetzt nicht mitwirken, nämlich der Kapitän von Hannover 96, Edgar Pripp. Er wird aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang ausfallen. Philipp Schauner, der Torhüter, übernimmt so lange. Und apropos Torhüter, insgesamt sind nur 2 Torhüter unter den Kapitänen der Bundesligisten. Bei Transfermärkte gibt es einen Schalke-Experten, der heißt Christian Diegnas und der hat sich mal Gedanken gemacht, ist das richtig mit Hövedes und wo könnte sein Weg hinführen? Ich finde es schade, dass er als Kapitän abgesetzt wurde, der ein richtiger Prototyp-Schalker ist und sich nie was hat zur Schulde kommen lassen. Ich kann es aber nachvollziehen, dass der Trainer so entschieden hat, da er sich die letzten 6 Jahre abgerieben hat und die Mannschaft sich auch immer hinter ihm versteckt hat. Vor allem das letzte Jahr hat man es gesehen. Und der Trainer einfach diese Kruste aufbrechen will und neue Impulse setzen will. Ich denke, das wird am Ende der Saison ihm auch nochmal einen Schub geben. So, er wird auch leistungstechnisch nochmal einen draufsetzen.
Ich denke nicht, dass Christian Heidel ihn 4 Tage vor Transferschluss ihn transferieren wird. Nee, also dieser Transfer wird nicht zustande kommen und ich denke, dass er auch eine sehr gute Saison auf Schalke spielen wird und wieder in den Kader, in die Startformation zurückkehren wird, wenn er richtig fit ist. Wayne Rooney hat Historisches geschafft. Durch seinen Treffer gestern Abend im Spiel gegen Manchester City, 1:1 übrigens das Endergebnis, und er wurde durch diesen Treffer in den 200er-Club aufgenommen. Insgesamt hat er 462 Premier League-Spiele absolviert, 200 Treffer wie gesagt, 183 davon für Manchester United und 17 für Everton, seinen Jugendclub. Zudem ist er ja auch in diesem Sommer zurückgekehrt. Und er ist erst der zweite Spieler, dem das gelungen ist, denn bisher einziges Clubmitglied im 200er-Club, das war Legende Alan Shearer. Und der hat sich dann auch gleich zu Wort gemeldet und gesagt, es war einsam im 200er-Club. Willkommen und Glückwunsch. Heute Abend gibt es auch Fußball im Fernsehen, und zwar die Champions League Qualifikationsrückspiele ab 17.30 Uhr. Dort gibt es die erste Begegnung Astana gegen Glasgow. Hier scheint allerdings schon alles entschieden, denn die Schotten gewannen das Hinspiel mit 5:0. Und dann ab 20.45 Uhr gibt es 4 weitere Begegnungen. Maribor muss zum Beispiel aufholen. Sie verloren das Hinspiel mit 1:2. Der FC Sevilla gewann 2:1 das Hinspiel. Nizza mit Lucien Favre muss noch nachlegen. Sie unterlagen im Hinspiel mit 0:2 gegen Neapel. Und Rijeka muss gegen Piräus nachlegen, denn sie verloren das Hinspiel mit 1:2. Zum Schluss gibt es noch die News des Tages, denn der FC Ingolstadt hat seinen Trainer Mike Walpurgis entlassen, das nach nur insgesamt 9 Monaten, denn das Team ist denkbar schlecht in die Zweitligasaison gestartet. Nach 3 Spieltagen haben sie 0 Punkte und stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Verabschieden wollen wir uns aber mit ein paar schönen Bildern. Vielleicht vermisst ihr ihn ja auch schon in der Bundesliga, Klaas-Jan Hünteler. Er ist ja von Schalke zurück zu Ajax Amsterdam gegangen und dort hat er jetzt seinen ersten Treffer erzielt in seinem passend 150. Spiel in der Eredivisie. Die könnt ihr übrigens auf Sport Digital verfolgen. Hier kommen die Bilder und ich sage Tschüss, bis die Tage.